Hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Farbverläufe selber mischen könnt. Was ihr dafür braucht, sind zwei Farben in Form von losen Fasern, in Form von Kammzügen, was ich extrem praktisch finde, oder auch in Form von Fliesen. Ich zeige es in diesem Video mit Kammzügen. Ihr braucht mindestens zwei Farben. Ihr könnt es im Prinzip auch mit mehr Farben machen, aber fangen wir klein an. Das andere, was ihr braucht, ist etwas zu mischen. Das heißt Handkarten, Kadiergerät, Wollkämme, womit auch immer ihr am liebsten arbeitet und was auch immer für ein Ziel ihr erreichen wollt. Also ein Kammzug oder ein Vlies oder Rolex. Ist vollkommen euch überlassen. Das Ding mit dem Mischen von Farbverläufen ist, Vorbereitung ist alles. Ich weiß, ich sage das ständig und es dürfte euch schon zu den Ohren raushängen, aber es ist so. Es geht nämlich in diesem Video weniger um das Kadieren oder Kämmen an sich, sondern im Prinzip darum, wie wir die Farben so vorbereiten, dass wir eben einen Farbverlauf mischen können. Dafür gibt es im Prinzip grob gesagt drei Möglichkeiten. Das sind meine Möglichkeiten und es gibt bestimmt auch noch andere Rezepte da draußen, aber ich zeige euch, wie ich es mache bzw. welche Möglichkeiten ich kenne oder mir ausgedacht habe. Die wohl komplizierteste Strategie, um einen Farbverlauf zu erhalten. Und zwar rechnet ihr aus, wie viel ihr von welcher Farbe braucht. Was ihr dafür noch braucht, ist eine Küchenwaage oder irgendeine andere Waage. Wie es ohne Waage funktioniert, zeige ich euch gleich bei Möglichkeit 2. Gehen wir davon aus, ihr habt von jeder Farbe, die ihr mischen möchtet, 100 Gramm. Das heißt insgesamt 200 Gramm Fasern. Und gehen wir weiter davon aus, ihr möchtet 5 Farbabstufungen haben. Bedenkt immer, dass ihr am Anfang und am Ende eures Farbverlaufs eine Unifarbe haben wollt. Also nur Farbe 1 oder nur Farbe 2. Ihr könnt auch mehr oder weniger Farbabstufungen machen. Aber bedenkt, umso mehr Farbabstufungen ihr habt, umso geschmeidiger wird der Verlauf von Farbe 1 zu Farbe 2. Während umso weniger Farbabstufungen ihr habt, umso härter werden die Abstände zwischen den einzelnen Farben. Gehen wir also davon aus, wir haben 200 Gramm Fasern insgesamt und wir möchten 5 Farbabstufungen. 200 durch 5 ergibt 40. Das bedeutet, wir brauchen für jede Farbabstufung 40 Gramm Fasern. Soweit, so gut? Das war nicht schwierig. Jetzt müssen wir das aufteilen in diese verschiedenen Farbabstufungen und dabei das Verhältnis der Farben zueinander ändern. Für die erste Stufe brauchen wir einfach nur 40 Gramm von Farbe 1. Das ist easy. Für die zweite Stufe brauchen wir mehr von Farbe 1 als von Farbe 2. Wenn wir von 40 Gramm ausgehen, dann ist es am leichtesten zu sagen, wir nehmen 30 Gramm von Farbe 1 und tun 10 Gramm von Farbe 2 hinzu. Wichtig ist, dass ihr das Verhältnis immer auf beiden Seiten ändert, also von der einen Farbe dann weniger und von der anderen Farbe mehr. Die dritte Stufe wäre dann im Prinzip genau das Mittelding in diesem Fall, also ganz einfach 20 Gramm zu 20 Gramm. Und den Rest rechnet ihr dann genauso rückwärts aus, beziehungsweise das Verhältnis dreht sich im Prinzip um, so dass wir am Ende zu 40 Gramm bei Farbe 2 kommen. Soweit mitgekommen? Es ist eigentlich überhaupt nicht schwierig, ihr müsst nur wissen, wie viele Fasern ihr habt und ihr müsst wissen, wie viele Farbabstufungen ihr haben möchtet. Und wenn ihr dann festgestellt habt, wie viel ihr von welcher Farbe für welche Farbstufe braucht, könnt ihr eure Fasern entsprechend abwiegen und das Ganze dann durchs Kadiergerät, durch die Handkarten oder durch die Kämme jagen. Ein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr die Zwischenfarben mischt, dann kadiert diese häufiger durch oder kämmt diese häufiger durch. Umso häufiger ihr die Farben mischt, umso mehr entsteht optisch eine neue Farbe, denn umso mehr mischen sich wirklich die einzelnen Fasern in den unterschiedlichen Farben durch. Die zweite Variante geht nicht vom Gewicht, sondern von Teilen aus. Das heißt einfach nur von Farbstücken, wenn man so will. Das ist meine Lieblingsvariante, denn dafür braucht man keine Waage. Sie funktioniert allerdings am besten, wenn man einen Kammzug hat, weil man den
besser in einzelne Teile aufteilen kann. Für diese Variante errechnen wir im Prinzip einfach nur Verhältnisse. Wenn wir vom gleichen Beispiel ausgehen, nämlich 200 Gramm Fasern, 100 Gramm für jede Farbe und 5 Farbabstufungen, wie gerade eben in der anderen Variante, werdet ihr sehen, dass es im Prinzip ganz, ganz ähnlich ist. Nur, dass ich die Kammzüge einfach frei nach Schnauze in diesem Verhältnis aufteile. Gehen wir davon also aus, ich brauche wieder 5 Farbabstufungen. Das heißt, meine Verhältnistabelle, wie ich das so gerne nenne, würde wie folgt aussehen. Ich brauche 4 Stück von meiner ersten Farbe als Unifarbe. Dann brauche ich 3 Stück von der ersten Farbe und 1 Stück von der zweiten Farbe. 2 Stück von jeder Farbe und dann nur noch 1 Stück von der ersten Farbe, 3 Stück von der zweiten Farbe und 4 Stück von der zweiten Farbe. So habe ich meine 5 Farbabstufungen. Diese Tabelle lässt sich ganz, ganz einfach mit jeglicher Menge an Stücken, also an Farbabstufungen erstellen, indem ihr einfach immer zu oberst mit einer Zahl weniger anfangt, als ihr Farbabstufungen habt. Wollt ihr also 8 Farbabstufungen machen, fängt es mit 7:0 an und dann eben 6:1, 5:2 und so weiter und so fort. Und so kann man ganz einfach die entsprechenden Verhältnisse errechnen, die ihr braucht, egal wie viele Fasern ihr habt. Den Kammzug könnt ihr dann einfach entsprechend aufteilen. Wenn ihr in der Verhältnistabelle euch anschaut, wie viele Teile ihr für jede Farbabstufung braucht, dann ergeben sich in dem Fall insgesamt 10 Teile pro Farbe. Nicht von einem Ende zum anderen, sondern immer in Hälften. Also ich teile mir den Kammzug einmal in der Mitte, dann teile ich jede von diesen 2 Hälften in einer Mitte und die dann wieder und so weiter und so fort, bis ich die entsprechende Menge an Teilen habe, die ich für meine Mischung brauche. Ich mache mir dann immer gerne diese kleinen Knoten in meine Kammzugteile, damit nicht alles durcheinander fliegt und ich erkennen kann, wo was anfängt und aufhört. In dem Beispiel, das ihr in den Bildern sehen könnt, brauchte ich ein paar mehr Teile, ganz offensichtlich. Und diese Teile könnt ihr dann entsprechend eurer Verhältnistabelle einfach zueinander sortieren. Also wirklich einfach 4 Teile von einer Farbe, 3 Teile von einer Farbe und 1 Teil von der anderen und so weiter und so fort. Habt ihr das gemacht? Tada! Könnt ihr wieder kämmen, kadieren, mischen, wie es euch beliebt. Die dritte Variante mag die einfachste sein, aber nicht unbedingt die effizienteste. Das setzt voraus, dass ihr nicht bestimmte Mengen an Farben verbrauchen wollt und auch nicht unbedingt eine bestimmte Menge an Farbabstufungen erreichen wollt. Denn wenn ihr nach Gefühl arbeitet, dann kann es gut sein, dass ihr merkt, ihr habt schon 5 Farbabstufungen, aber ihr seid noch lange nicht bei der zweiten Farbe angekommen. Oder aber ihr habt viel zu schnell das Verhältnis geändert, obwohl ihr eigentlich 10 Farbabstufungen haben wolltet. Denn nach Gefühl zu arbeiten bedeutet im Prinzip ganz einfach, mit einer Farbe anzufangen und das Verhältnis laufend nach Gefühl zu ändern. Also im Prinzip so, wie wir das bei den anderen beiden Varianten gemacht haben. Nur, dass ihr einfach etwas mehr von Farbe 2 nehmt und dazu tut und dafür etwas von Farbe 1 weglasst und so langsam nach Gefühl das Verhältnis ändert. Das funktioniert prima, macht höllenviel Spaß. Wenn ihr aber wirklich für ein Projekt arbeiten wollt, für das ihr eine bestimmte Anzahl an Farbverläufen bzw. an Farbabschnitten, Entschuldigung, haben wollt, ist das vielleicht nicht die richtige Wahl. Spinnen könnt ihr das Ganze dann auf verschiedene Art und Weisen. Eine Möglichkeit ist, dass ihr jede Farbe für sich verspinnt und verzwirnt, sodass ihr zum Beispiel in unserem Beispiel 5 unterschiedliche Garne habt. Die andere Möglichkeit ist, dass ihr die Farbstufen nacheinander zu einem Faden verspinnt und den dann Navajo verzwirnt. So habt ihr dann ein Garn mit dem entsprechenden Farbverlauf. Oder aber ihr macht von vornherein entweder 2 Farbverläufe oder teilt euch den Farbverlauf dann in 2, jeden Farbabschnitt für sich, spinnt die jeweils zu einem Faden. Also habt ihr 2 Fäden mit dem gleichen Farbverlauf, könnt die dann miteinander verzwirren und habt ein zweifaches Garn in dem Farbverlauf.
oder was euch sonst noch einfällt. Ich bin gespannt, ob ihr noch andere Ideen habt. Ich bin sicher, dass da noch interessantes Feedback von euch kommt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist, wenn ich einen Farbverlauf von einer Farbe über eine andere Farbe zu einer dritten Farbe haben will, das funktioniert natürlich auch. Mein Tipp, probiert es erstmal mit zwei Farben, vielleicht auch in kleinen Mengen, aber wenn euch das eingegangen ist und ihr das Prinzip verstanden habt, dann könnt ihr natürlich auch Farbverläufe mit drei oder sogar vier Farben machen, weiß ich nicht, von Gelb über Lila zu Orange und Blau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt. Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video oder in meinem Blog unter www.tantimanu.de oder in der Ravelry-Gruppe. Ansonsten findet ihr auch alle meine anderen Social-Media-Links wie immer unter diesem Video. Wie könnte es anders sein? Und ich würde mich riesig über eure Unterstützung bei Flatter freuen, wenn ihr mir helfen wollt, weiter Videos machen zu können, dann hüpft rüber zu Flatter, flattr.com. Ihr findet auch da den Link unter diesem Video und in meinem Blog auch ganz viele so kleine Flatter-Buttons. Ansonsten wünsche ich euch super, super viel Spaß beim Mischen eurer hoffentlich frühlingshaften Farbverläufe. Sowieso bei all euren Spinnereien wie immer. Freue mich aufs nächste Video. Und bin raus, eure Shanti. Bye! Und so weiter. Nele, Platz. So ist fein. Besser ist das. Im Prinzip sind Öffnen bzw. Farbabschnitten. Nochmal. Faser, Farbe, Farbverlauf, Farbabschnitt, das ist zu viel Farbe. Auch hierfür. Lilly, raus! Oder Platz. Oder irgendwas. Mit ungefähr, also in dem... nicht Faser. Jetzt geht mir der Akku leer. Ein Disch... Von Farbe... Lilly, geh runter. Die entsprechenden... Die Farben... Wenn es ums Kadieren... Nein. Okay. Zusammen verspinnt, also... Boah, Hund.